Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück bei Phantasia World Resort mit euren lieben Hannibal. Ja, das ging schon fast wie ein Roboter, ne? Ah, sorry. Ja, aber, ich habe hier wieder mal gebaut. Ich habe wieder mal richtig kräftig rumgebastelt an dem Ganzen. Ja. Und zwar, erstmal ging es um die Farbe. Ja. Ich habe bei unserem schönen Platz erstmal die Farbe eingestellt. Ja, es ist irgendwie auch hier bei dieser Folge mal wieder ein bisschen so am Ruckeln. Ich weiß nicht, woher das kommt. Auch, dass er da irgendwie Probleme hat. Ich weiß nicht, was da im Moment los ist. Na gut. Keine Ahnung. Kann ich euch echt nicht sagen, was da für das Problem ist. Ne? Aber, jo, ist nun mal so. Was da im Moment wirklich hier los ist, keine Ahnung, echt. So, erst hatte ich gedacht, ja, ich will als erst die Wände einzeln aus. Nein, dann machen wir es umgekehrt, dann wählen wir einfach die Dächer ab. Ja. Und dann haben wir auch, ich habe das als alles mal ein bisschen dunkler gemacht. Ihr habt im Hintergrund, habt ihr es gesehen. Ihr habt es im Hintergrund gesehen. Ne? Da hat sich schon ein bisschen was getan. Ja, es gab halt das Problem. Und zwar wollte... Die hatte ich aufgenommen und ich hatte da einen riesen dicken Fehler drin. Ne? Und zwar hatte der da nur einen Teil des Bildes überhaupt aufgenommen. Ich weiß nicht, was damit los war. Aber okay. Keine Ahnung. Ja, das passiert halt manchmal. Ne? Auf jeden Fall, es hat bei mir hier gerade geruckelt. Ich weiß nicht, was da los ist. Also irgendwie... Spielen spinnt das im Moment alles ein bisschen hier, die Software und die Hardware. Play ist einfach allem nur scheiße heiß. Ja, man muss es wirklich sagen, es ist scheiße heiß heute gewesen und fragt nicht nach Sonnenschein. Naja, auf jeden Fall, ja, ich war hier auch schon ein bisschen den Platz hier am Gestalten. Ja, schon mal ein Teil davon. Und das war jetzt das erste Mal seit langem, dass wir endlich diesen Platz fertig gemacht haben. Wir machen den Platz in dieser Folge zwar nicht fertig, das machen wir in der nächsten Folge. Also morgen ist dieser Platz fertig und Sonntag gibt es dann einfach mal die Komplettübersicht nochmal. Über alles, was bis dahin da war. An dieser Stelle danke ich schon mal dem lieben Benutzername. Und zwar hat er sich den Park angeschaut, ja, live in seinem Twitch-Stream und... da konnte ich dann halt sehen, okay, da und da hast du noch Bugs. Ja, und zwar nicht gerade kleine, sondern das sind dann schon größere Sachen, wo ich dann Fehler hatte. Und die müssen wir halt, werde ich noch korrigieren. Die sind in der Sonntagsfolge noch nicht korrigiert, die werden aber offline, werde ich die korrigieren. Und dementsprechend bis dahin sollte dann auch, wenn ihr dann am Sonntag reinschaut, ja, unter das Video schaut und den Link geht, der parkt, der da vom Link her ist, der wird alle Korrekturen drin haben. Ja, alle Bugs sind dann raus. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade für den Benutzernamen, aber er durfte als Erster aufnehmen und er durfte als Erster machen. Ja, Bugs sind halt korrigiert. Ja. Das ist nun mal so. Wenn man dann was sieht, man sieht es teilweise selber nicht. Ich habe es selber nicht gesehen. Ich habe da schon einen Riesenfehler drin gehabt. Ja, man muss eine Aufnahme nochmal neu starten, weil ich da einen Riesenfehler drin hatte. Im Dark Ride war nämlich alles zu betoniert, wie man so schön sagt. Da war komplett einfach alles dicht. Und das musste er halt dann nochmal neu aufnehmen. Ja, an dieser Stelle nochmal Entschuldigung dafür, dass dadurch dein Arm etwas länger geworden ist, als du ihn eigentlich haben wolltest. Ja. So, ihr seht, ich bin jetzt mit den Fenstern dran. Ja, das gehört halt dazu. Boah, ist das heiß. Habe ich erwähnt, dass es warm ist? Also ich habe ja eine Dachgeschosswohnung. Ja. Und wenn man dann noch zockt oder sonst irgendwas, und selbst bei offenen Fenstern und so, egal. Ne? Auch wenn es heute schon ein bisschen kühler war, also ja, Donnerstag, weil es kühler war, wo ich hier das aufnehme, ja, man kann es manchmal nicht ändern, ne? So, jetzt habe ich die Fenster wieder weggemacht. Die haben mir nicht gefallen. Dann habe ich wieder andere genommen.
Ja, das ist halt so. Manchmal ist man halt. Bin ich mir halt ein bisschen unentschieden. Mach dann andere Sachen und schau mir das nochmal an. Überlege es mir und das ist halt so. Ne? Das gehört zu Planet Coaster. Ja, und ich habe dann auch immer schön diese Baumusik von Planet Coaster im Hintergrund, die einfach sehr entspannend ist. Ne? Ja, aber jetzt die Fenster finde ich jetzt gar nicht so schlecht für das Gebäude hier. Gibt dem Ganzen einen eigenen Stil. Ja, ich habe dann geguckt, was mache ich denn da noch? Und dann ist mir überhaupt eingefallen, ja, wir haben doch Fensterbänke bekommen. Ja, und da setze ich auch die Fensterbank. Warum auch nicht? Ja, die Fensterbank haben wir bekommen. Und ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob ihr da gerne auch Pflanzen drauf sehen wollt oder nicht. Ja, ich werde das dann halt dementsprechend noch anpassen. Ja, also das ist ein dauerhafter Prozess, ja, wo man sagen muss, ja, okay, da wird noch einiges gemacht. Ist auch immer was zu tun, aber ich kann halt nicht alles, ne? Und mir fällt dann auch manchmal nachträglich fällt's halt auf, ne? Dass man irgendwo einen Fehler gemacht hat, ne? Oder noch Fehler drin hat. Und aus der Perspektive, wo wir jetzt immer, wir schauen ja immer noch von oben. Ich spiele ja nie aus dieser Froschperspektive. Da sehe ich das nicht. Genauso wie bei der Achterbahn, da habe ich auch einen riesen Fehler drin. Den muss ich noch korrigieren. Ne? Ja, also, das ist nun mal so. Ne? Es wird auf jeden Fall korrigiert werden. Ja? Also, bis Sonntag will ich das alles korrigiert haben. Benutzername an dieser Stelle, vielen, vielen, vielen Dank für dein Spotlight. Ja? Der Park wird auf jeden Fall noch, werden die Fehler alle rauskorrigiert. Ne? Also, er hat das jetzt aufgenommen am 27.06. Ich werde das am Sonntag, werde ich die letzten Fehler korrigiert haben. Und damit das auch hoch ist, ist es dann auch hochgeladen und freigegeben. Ich werde jetzt gucken, dass ich, während der dann hier diese Folge rendert, ja. Oder beziehungsweise während er die Folgen jetzt fürs Wochenende rendert, mir dann, ja, die entsprechenden Sachen anschaue, um das dann zu korrigieren. Ja. Ich kann ja nur im Nachhinein korrigieren. Ich kann nicht im Voraus korrigieren. Ja, weil ich die Fehler ja manchmal selber gar nicht gesehen habe. Weil ich die Fehler ja jetzt echt nicht gesehen habe. Ne? Ich habe es echt nicht gesehen, ich Idiot. Ja, das gebe ich offen und ehrlich zu. So. Also, nicht jetzt böse und dann komme so ein Video schreiben, hey, es gibt schon, ist doch schon alles in der Version, die ich runtergeladen habe, ist das doch gar nicht so. Er hatte eine Ultra Last Final. Ja. Ihr kriegt dann die Bug-Free-Version zur Verfügung gestellt von mir. Ja, das ist halt so. Ne? Der eine macht sein Spotlight, hat dann die Bug-Free-Version, der andere halt nicht, wenn er ja halt ein bisschen später macht. Ne? Dafür darf er als erstes. Ne? Jo. Das wird noch ein bisschen korrigiert. Ja. Dafür darf er als erstes sein Spotlight machen. Ja. Ich glaube, so ziemlich als erstes. Ja, auf jeden Fall war das hier lustig, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier wieder ein bisschen Theming zu machen, also Gebäude-Theming, und mir ist einfach nur aufgefallen, wie schwer mir das jetzt gefallen ist, wie wirklich schwer mir das alles so gefallen ist, da was zu machen, ne? Also muss ich wirklich sagen, das war jetzt, ihr seht ja, wie planlos ich da teilweise bin, und das bin ich normalerweise beim Gebäudebau weniger. Also wirklich weniger als jetzt. Das hier ist ja schon echt katastrophenmäßig viel, wo ich hier Probleme habe und nicht weiß, wie ich das am besten anstellen soll. Ja. Aber ich habe dann natürlich wieder mit vielen Rohren gearbeitet. Ich habe gedacht, komm. Ja. Ich habe ja normalerweise, schaue ich ja immer, dass es nicht runter, dass es auch wirklich um den Boden geht. Ja, ich habe es nicht gesehen. Ich habe den Fehler gemacht. Tut mir leid. Ne? Manche Sachen muss ich halt immer dann nachträglich korrigieren. Ne? Das ist halt so. Ne? Er kann ja dann, wenn das nächste Themengebiet fertig ist,
einen Nachtest machen, dann werden die Fehler auch definitiv korrigiert werden. Das ist auf jeden Fall mal versprochen. Ja, ich werde da auf jeden Fall jeden Fehler angehen und die Fehler mal endlich korrigieren. Es gibt auch schon Running Gags, ne? Also es gibt die schwebenden Pflanzen im Vorplatz, ja, die sind immer noch da. Die habe ich immer noch nicht angepackt. Ja, oder sonst irgendwelche Kleinigkeiten. Aber schaut euch auf jeden Fall mal sein Spotlight an. Er hat das sehr schön gemacht. Ich freue mich drüber und super toll. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für sowas. So, jetzt haben wir lange genug hier da über alles Mögliche, über Spotlights geredet. Jetzt reden wir mal hier wieder drüber, was wir hier machen. Ne? Also ich habe jetzt auch hier geguckt. Ich wollte das so ein bisschen, ja, das industriellen Look wollte ich auf jeden Fall haben. Ja, und auch ein bisschen gucken, ja, dass das so ein bisschen Variabilität bekommt alles. Ja. Ist halt nicht so einfach, etwas variabel zu gestalten, was eigentlich ja, wie aus einem Guss aussehen soll. Und zumindest zum Großteil soll es wie ein aus einem Guss aussehen. Hier habe ich auch geguckt, kann ich das so verschieben? Habe ich gemacht, okay. Verschieben wir halt. Ne? Wenn man das machen kann, dann macht man das einfach. Ne? Kann ja da drin das Rohr noch geknickt sein und sonst was. Passt doch. Ne? Und ich war hier immer schön kräftig in der Liste am gucken, was nehme ich denn als nächstes? Was baue ich denn? Womit baue ich denn als nächstes? Und ihr seht ja auch, also da habe ich jetzt sogar hier diese Wasserspeier genutzt. Ja. Ich habe auch immer mal geguckt, ob da irgendwas ist in dem Ghostbusters Pack. Und die sind die ja aus dem Ghostbusters Pack. Ob ich da was von verwenden kann. Dann hier Lampen ein bisschen gemacht. Ja, also schon mal Lampen angebracht. Das ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass diese Lampen, Gelände sagt, wie Funzeln sind. Also wirklich Funzeln. Ja, die geben ja so viel Licht ab, da kannst du ja träumen von. Das ist ja echt ja nix. Ja. Also wirklich nix, was die abgeben an Licht. Ja. Und der Platz hier ist auf jeden Fall so gut wie fertig. Ja. Am Ende der Folge. Er wird noch ein bisschen, weil er wird da noch gemacht. Ne? Das ist klar. Das ist ja immer so. Ne? Man findet ja immer was, wo man noch was machen kann, wo man noch was korrigieren kann, wo man was anpassen kann, zum Beispiel auch. Ja? Fehler korrigieren. Muss man ja auch immer wieder. Also, wir sind ja alle ein bisschen fehlbar und vor allen Dingen, also gibt es ja auch offen zu. Also, wenn ich Mist baue, dann baue ich halt Mist und dann ist gut. Ja? Steht man zu. Das ist ganz, ganz wichtig, einfach dazu stehen, wenn man Mist baut. Ja, das ist ja ein bisschen. Meistens kriegt man ja dann so einen auf den Deckel, dass man sich das nicht mehr traut. Oder wenn da irgendwas passiert ist, also gar nicht zugeben will, wenn man Angst hat, ja, das kann ja jetzt dann so richtig einen auf den Deckel geben. Ja, manche können da mit umgehen, manche können damit nicht umgehen. Ich würde sagen, einfach ja, akzeptieren, wenn man Mist gebaut hat, hat man Mist gebaut. Ne? Dann wird einem je nachdem der Kopf abgerissen, im übertragenen Sinne. Aber aus Fehlern kann man lernen. Ne? Wir lernen alle aus Fehlern. Und ganz wichtig bei diesem Wetter, was wir aktuell haben, folgenden Fehler nicht machen. Zu wenig trinken. Einfach saufen bis zum Abwinken. Ne? Also Wasser. Ich meine jetzt nicht Alkohol, sondern Wasser. Ja? Also nicht hier sagen, ja, der Hannibal hat gesagt, hier, ich darf saufen, bin bescheuerter. Nee, damit meinte ich alkoholfreie Getränke. Am besten Wasser. Ne? So, habe ich jetzt frech gesagt. Ne? Ganz frech. Wie ich halt bin. Ne? So ist das nun mal. So. Manche Sachen sind dann weggekommen. Ne? So. Hier dann schön große Fenster hingemacht. Schöne große Fenster. Ne? Schöne große Fenster. Ach ja, herrlich ist das. So. Ja, auch wieder Fensterbänke hin. Ja, dann ist mir aufgefallen, dass er beim Verschieben dann irgendwie die Sachen dann teilweise an die Wand geschoben hat und teilweise von der Wand weggemacht hat. Ach, liebes Verschiebetool. Ich dachte, wir wären irgendwann mal Freunde, aber so nicht. So definitiv nicht. Verdammte Mist nochmal. So. Wollte ich schon ein anderes Wort benutzen. Ja, also so ein böses Wort, ne?
Ach nee. Ist auf jeden Fall lustig, ne? Weil also, ein bisschen Spaß haben. So. Ich muss auch ein bisschen gucken, abdecken. Ja, ich habe ja auch viel mit Rohren gespielt, die angebracht und so weiter und so fort. Ja, ihr seht das schon, ne? Dann sind die meistens, je nachdem, am rüberbacken. Das ist mir aber relativ egal. Ja, solange das da nicht komplett durchbackt durch das Haus. Das ist eh nur Fassade. Die meisten Gebäude hier sind eh nur Fassade. Also kann da durchbacken, was will. Durch die Wand. Ist halt Fassade, ne? Soll halt so sein. So, jetzt hier noch die Glocke angebracht. Ja, damit auch jeder weiß, wenn hier wenn der Stündlein geschlagen hat. Ach, herrlich. So ist das, so muss das sein und nicht anders. Ach, ist es. Macht doch Spaß. Macht doch Spaß. Ja, ich mache ja nur Spaß hier. So, hier habe ich mal geguckt. Kann ich das benutzen? Kann ich nicht. Also, gefällt mir nicht. Kommt weg. Ja, es ist halt manchmal Try and Error. Ist nun mal so. So, Lampe angebracht. Lampe angebracht. Noch eine Lampe angebracht. Immer schön an die Lampen denken, ne? Ja, muss ja Licht geben hier. So. Und da habe ich jetzt auch geguckt, wo ich die hinstelle. Die finde ich nämlich schön. Ja, dann stellt man die doch einfach hier oben mal drauf. So als Abwechslung. Ja. Zu viel Beleuchtung wollte ich im Themengebiet nicht haben. Ja, das sage ich mal generell. Also, es wird nicht so viel Beleuchtung geben, wie jetzt zum Beispiel im Ressort oder woanders. Weil ich das einfach in diesem Themengebiet nicht als notwendig sehe. Ne? Also in diesem Themengebiet geht es eher darum, ja, es soll schön aussehen, ja, aber es ist halt so ein bisschen puristischer. Ja? Definitiv. Puristischer gestaltet als die anderen Themengebiete, die noch kommen werden. Ja? Also da wird es auf jeden Fall noch ein Themengebiet geben. Wird etwas dauern jetzt, bis das weitergeht. Das habe ich ja schon mal angekündigt. Also wird jetzt wirklich etwas länger dauern, bis es weitergeht mit Phantasia World. Also mindestens mal so Pi mal Daumen würde ich sagen. Ja, 3 Monate auf jeden Fall wird es jetzt dauern, bis die nächste Folge Phantasia World dann kommt. Also ab Sonntag gerechnet. Ne? Also jetzt. Bis Sonntag ist auf jeden Fall noch, bis das Themengebiet hier fertig ist. Und die Fehler werde ich auch noch korrigieren, also das werde ich jetzt nicht dann, die sogenannte Bug-Free-Folge werde ich dann nicht aufnehmen. Also das muss so jetzt nicht sein, finde ich. Ja, also muss es ja nicht übertreiben. So, hier auch noch mal ein Rohr verlegt, ein Haken einfach an die Wände. Ja, also wirklich so auch einfach kleine Details angebracht, die absolut ja, nur zur Deko da sind. Ne? Manche Sachen sind einfach nur Deko und das soll auch so sein. Ne? Also ich würde das, man soll schon denken, es ist einfach Deko und dann ist es halt Deko. So, ja, hier kommt auch noch so eine Beleuchtung, so ein Dach hin, ne? So ein Vordach. Da kommen wir. Da habe ich mir gedacht, komm, mach noch ein Vordach hin. Ist ja nichts Schlimmes, ne? So. Hier der Rohrboiler. Ja. So, da habe ich auch ein bisschen dran gearbeitet. Sieht ganz lustig aus, finde ich. Ja. Da unten der Kessel drunter. Ja. Und natürlich kommen noch kleine Effekte rein. Und da bin ich auch. Werde ich bestimmt noch was machen, aber dann die nächsten 3 Monate ist halt mit Phantasia World nichts mehr anzufangen. Für mich, ich bin einfach, gelinde gesagt, etwas fertig. Ne? Und so ist das nun mal. Wir nähern uns dem Ende der Folge dieses Speedbuilds. Am Sonntag gibt es dann endlich wieder auch Lifetime, aber es war jetzt so viel und ich wollte das nicht zu schnell machen von der Geschwindigkeit in den Videos, sondern wollte ein bisschen euch ein bisschen Zeit lassen, also nicht auf 400, auf 600, 700%, was wir teilweise schon hatten, sondern ich denke mal, für 400% ist das ganz angenehm zuzusehen. So, und damit sage ich bis demnächst, euer Hannibal. Ciao!